Dieser leuchtende Löwe liebt es, mit euch durch die Straßen zu ziehen, findet es aber auch okay, einfach bei euch im Zimmer abzuhängen. Und den basteln wir jetzt. Los geht's! Für die Laterne braucht ihr Klebe, zwei Pappteller, ein weißes Blatt Papier, eine Schere, gelbe Farbe, ein Wasserglas, einen Pinsel, elektronisches Licht, eine Garnrolle, einen Handbohrer, einen schwarzen Filzstift, einen Laternenstab und Transparentpapier in verschiedenen Farben. Zuallererst bemalt ihr die Rückseiten von den zwei Papptellern mit gelber Farbe. Das wird die Vorder- und die Rückseite von eurer Laterne. Und wenn die Farbe getrocknet ist, dann schneidet ihr mit einer Schere die Tellerböden heraus. Dafür mache ich mit der Schere ein kleines Loch an der Seite. Schwupp. Und dann schneide ich genau die Linie entlang. Den Boden brauchen wir später noch. Den lege ich jetzt zur Seite. Und dann könnt ihr noch ein bisschen Feinschliff machen, wenn es nicht so schön geworden ist am Rand. Und weil unsere Löwenlaterne natürlich eine Vorder- und eine Rückseite hat, malen wir zwei Teller an und schneiden den Boden raus. So, und jetzt übertragen wir mit dem ausgeschnittenen Tellerboden als Schablone die Kreisform zweimal auf das gelbe Transparentpapier. Und dann machen wir den Radius von dem Kreis um 1 cm größer. Ich benutze jetzt hier einen schwarzen Filzstift, weil das könnt ihr besser erkennen, wenn ich das jetzt hier mache. Am besten benutzt ihr etwas stärkeres Transparentpapier. Dieses hier ist ein bisschen fester. Das eignet sich für die Laterne besonders gut. Danach kleben wir das auf die Innenseite vom Teller. Und zwar hat diese Transparentfolie ganz klar eine schöne und eine nicht schöne Seite, eine stumpfe und eine glatte Seite. Und dann gucken wir natürlich, dass die schöne Seite auch auf der Seite ist, die dann später unsere Laterne ausmacht. Und das Ganze natürlich wieder zweimal. Und fertig sind die beiden Laternenhälften. Aus den Tellerböden, die wir nicht weggeschmissen haben, machen wir jetzt die Löwenohren. Und zwar nehmen wir dafür die beiden Tellerböden. Und ich lege die jetzt mal beide mit der Seite nach unten. Zeichne mit der eine halbrunde Form. Schwupps auf den Tellerboden. Und zeichnen ein schönes Ohr. Dadurch, dass es nicht die schöne Seite ist, könnt ihr auch ein bisschen rumkritzeln. Ihr sucht euch dann die schönste Linie zum Schneiden aus. Und dann schneiden wir das aus. So sieht das Löwenohr dann aus. Und davon brauchen wir 4 Stück. Für das Innere von den Ohren schneiden wir jetzt aus dem rosa Transparentpapier einmal die gleiche Form in kleiner aus. Dafür legen wir einfach die Form auf das Transparentpapier. Schneiden einmal grob drumherum. Jetzt haben wir schon mal die Form von dem Ohr. Und dann schneiden wir es einfach ein ganzes Stück kleiner. Und wenn wir dann die Form gefunden haben, kopieren wir das noch drei weitere Male, dass wir 4 Teile für unsere 4 Ohren haben. Als nächstes schneiden wir ein Dreieck für die Löwennase aus dem rosa Transparentpapier. Dafür zeichne ich mir jetzt hier ein Dreieck auf und schneide das aus. Und zum Schluss sieht dann die Form so aus. Und das Ganze brauchen wir natürlich zweimal, weil die Löwenlaterne 2 Seiten hat. Dafür kopiere ich das jetzt nochmal. Schon habe ich 2 Nasen. Und jetzt brauchen wir das weiße Papier für den unteren Teil der Nase. Und dann lege ich den oberen Teil der Nase da drauf und zeichne von dort, als wäre das hier eine Eistüte, 2 Kugeln Eis darunter. So, und schneide das aus. Und dann kopiere ich das nochmal auf meinem weißen Blatt, damit wir es noch mal ein zweites Mal haben. 2 Löwennasen. Und jetzt brauchen wir noch 4 Augen, 2 für jede Seite. Und dafür nehmen wir jetzt einfach wieder eine runde Schablone. Ich habe jetzt hier zum Beispiel diese Kordelrolle. Und dann zeichne ich einmal drumherum. Und die Form kopieren wir dann einfach auch wieder auf dem Blatt, sodass wir 4 gleich große Augen zum Schluss haben. Und jetzt haben wir alle Teile für den Löwenkopf. Einmal die Ohren mit den Innenteilen, einmal die Nase und das Maul und die 4 Augen.
Als nächstes wird geklebt und zwar fangen wir an mit den Ohren. Da kleben wir jetzt die Innenteile fest. Dafür mache ich jetzt hier einfach ein bisschen Klebe in die Mitte. Fertig. Und dann sind unsere ganzen Teile, unsere Einzelteile, fertig. Und dann kleben wir das langsam Stück für Stück am Löwenkopf fest, damit er ein Gesicht bekommt. Und dann würde ich sagen, starten wir mal mit den Ohren. Und dann könnt ihr mal dranhalten, wo ihr das gut findet. Ich würde sagen, so ist doch ganz gut. So, jetzt habe ich die beiden Ohren festgeklebt. Jetzt kleben wir auf der anderen Seite auch nochmal die Ohren an. Damit die auf der gleichen Höhe ungefähr sind, lege ich das einfach da drauf, dann kann ich das besser sehen. So, jetzt haben wir die Ohren dran. Als nächstes kleben wir die Löwennase dran. Da starten wir mit dem Dreieck. Jetzt kleben wir ungefähr mittig. Dann macht ihr da Klebe dran. Und bei der anderen Laterne natürlich genau das Gleiche. So, und jetzt kommt der Unterteil der Schnauze dran. Diese Dinger hier. Nummer 1. Und Nummer 2. Fertig. Und was fehlt jetzt noch? Die Augen. Und die kleben wir jetzt auch noch auf. Und dann zaubern wir nochmal. Und dann malen wir jetzt noch ein paar Details auf. Und zwar die Pupillen. Könnt ihr euch überlegen, ob der Löwe nach oben gucken soll oder nach unten oder zur Seite. Ich lasse ihn jetzt mal zur Seite gucken. Dafür malt ihr einen Punkt auf euer Auge, das ist die Pupille. Und noch einen zweiten Kreis aufs Auge. So, und wenn ihr die Pupillen gemalt habt, dann malt ihr die Nase. Dafür male ich jetzt hier auf dem weißen Bereich ein Dreieck. Und die Spitze ist dann ungefähr hier. Hier malt ihr einen Strich runter. Und dann kommen hier die beiden Mundwinkel hin. Und dann malt ihr das Dreieck aus. So, und zu allerletzt malt ihr noch ein paar Punkte als Schnurrbarthaare auf die beiden Seiten. Und fertig ist das Löwengesicht. Und die andere Seite vom Löwen möchte natürlich auch ein Gesicht haben. Und das machen wir jetzt. Jetzt starten wir auch schon mit der Löwenmähne. Und dafür schneiden wir einmal rundherum Zacken in unseren Tellerrand. Und zwar ungefähr zur Hälfte von unserem Rand. Immer kleine Zacken. Sehr meditativ. Ihr könnt euch ja ein bisschen Hörbuch anmachen oder Musik. So sieht das Ganze dann aus. Und das Gleiche machen wir jetzt mit dem anderen Kopf. Für die Löwenmähne schneidet ihr jetzt das bunte Transparentpapier in Streifen. Da nehmt ihr euch jetzt einfach so von der Rolle so ein längeres Stück, ungefähr so. Schneidet das ab. So, dann rollt ihr das Stück aus und faltet es in der Mitte. Und dann schneidet ihr es in Stücke, ich würde sagen in ungefähr 2 cm breite Stücke. Und das Gleiche macht ihr jetzt mit den anderen Farben auch. Die fertigen Transparentpapierstreifen kleben wir jetzt einmal rundherum von innen an unseren Löwenkopf fest. Und zwar mit der geknickten Seite an der Laterne. Dafür macht ihr dann einfach ein bisschen Klebe an die geknickte Stelle. Und dann wechseln wir einfach die Farben so ein bisschen. Damit ihr eure Löwenlaterne auch an den Stock befestigen könnt, brauchen wir natürlich noch eine Halterung. Und das machen wir jetzt mit Hilfe von dem Garn und dem Handbohrer hier. Und zwar bohren wir ganz vorsichtig ein Loch genau hinter die beiden Ohren, jeweils eins. Ihr könnt es auch mit einer Nähnadel machen, wenn ihr keinen Handbohrer habt. Genau, passt aber auf, dass ihr nicht in das Ohr stecht, sondern nur durch den Teller. Und bei dem anderen Teil natürlich genau dasselbe.
auch wieder genau hinter die Ohren mittig ein Loch bohren. Und dadurch fädeln wir jetzt ein Stück Garnrolle. Und dann machen wir einfach genauso ein langes nochmal. Und dann fädeln wir jeweils ein Stück Garn dadurch. Und zwar so, dass ihr von innen nach außen fädelt. Und dann auf der anderen Seite, wenn ihr es durchgefädelt habt, einen Knoten machen an das Garnende. So. Dann könnt ihr das überstehende Garnrestende abschneiden und durchziehen. Und dann ist es da schon mal fest. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Wieder von innen nach außen fädeln. Und hier auch wieder einen Knoten rein. So sieht das dann aus. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem anderen Kopf. Und jetzt sind wir fast fertig. Jetzt müsst ihr nur noch die beiden Hälften aufeinander kleben. Und da müssen wir darauf aufpassen, dass wir oben eine Lücke lassen, nämlich genau die Stelle zwischen den beiden Garnenden von der Halterung. Da müssen wir es offen lassen, sonst kriegen wir keine Lampe mehr später rein, unser elektronisches Licht. Und deswegen machen wir jetzt hier etwas Klebe drauf. Und es passt genau drauf. So, und jetzt sollte es überall festkleben an den unteren Stellen. Und hier oben ist es offen. Da könnt ihr dann das Licht reintun. Das probieren wir gleich mal aus. Und jetzt könnt ihr euer elektronisches Licht da reintun. Ich habe jetzt hier einfach eins, was man so dreht, und dann ist es an. Und dann tut ihr es oben in die Öffnung, die ihr offen gelassen habt mit der Klebe. Könnt ihr das Licht dann vorsichtig reinlegen. Dann nehmt ihr euren Stab, hängt es rein. Und jetzt ab nach draußen zum nächsten Laternenumzug. Und wie gesagt, ihr könnt ihn danach auch noch als Lampe bei euch ins Zimmer hängen, zum Beispiel mit einer Lichterkette. Ganz liebe Grüße gehen an Nora aus Berlin. Die hat mir ein Päckchen mit selbstgebastelten Fischen geschickt. Darüber habe ich mich richtig doll gefreut. Und wenn ihr Lust habt, mir auch Fotos von euren Bastelergebnissen zu schicken, dann schickt mir es doch einfach auf meinem Instagram-Kanal. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!